Okay, gut. Dann starte ich halt den virtuellen Rundgang nochmal. Ich habe das vorhin schon mal angefangen. Ich bin dann irgendwann auf Deck 4 im Turbolift gespawnt und hatte unter mir jemanden liegen, der tot war oder schwer verletzt, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Ich bin dann ständig in der Arrestzelle gelandet, weil ich denjenigen anscheinend umgenockt hatte. Ich kann euch das hier mal kurz reinschneiden. Bitte wählen Sie ein Deck. Deck 4. Ich weiß nicht, was Sie sich gedacht haben, Fenrich, aber Sie reißen sich besser zusammen oder Sie werden eine Menge mehr Zeit hier verbringen. Ich hätte wissen müssen, dass Sie nicht in der Lage sind, sich an die Verfahrensweisen zu halten. Dieser Vorfall ist genauso meine Schuld wie die Ihre. Ich habe in die Wege geleitet, dass Sie der Abfallrückgewinnung zugeteilt werden, sobald Sie Ihre Haft hinter sich haben. Ja, es sieht so aus, als wäre ich nicht der Einzige auf diesem Schiff, der weiß, wie eine Arrestzelle von innen aussieht. Schmerzt Ihr Rücken nicht von diesen Betten? Sehen Sie, Captain Janeway ist ziemlich wütend im Moment, aber sie wird Ihnen noch eine Chance geben. Vermasseln Sie es bloß nicht wieder. Und ja, so bin ich ständig in der Arrestzelle gelandet und dann hieß es, so ein Verhalten wird hier nicht toleriert. Und dann dachte ich mir so, ja, welches Verhalten denn? Darf ich jetzt schon nicht mal mehr Turbolift fahren? Egal. Wir fangen das einfach nochmal von vorne an. So. Ja, es wird unterschrieben. Das können wir mal. Ja, weiter. Sehr schön. Gut. So. Ja, wie ihr seht. Der Graphics Overhaul Mod macht was her für ein Spiel, das 18 Jahre alt ist. Macht schon. Sieht ganz cool aus. Ah, ja, genau. Zack. Ah. Fupp. Was? Sicherheitsinfo. 4 Kilo wiegt ein Bild. Ja, stell dir mal vor, 10 Mannschaftsmitglieder bringen 4 Kilo Bild mit. Schon 40 Kilo am Schiff. Yay. Hallo. Wurde dir der Kopf chirurgisch montiert? Ja, egal. 18 Jahre altes Spiel. Dafür ist es gut. Fenrich? Seven? Ich muss Sie wirklich einmal loben für die taktische Analyse der Situation vorhin. Es ist eher selten, dass ich mit anderen Besatzungsmitgliedern bei so etwas einer Meinung bin. Danke. Die Vorbereitung wird etwas dauern. Nutzen Sie die Gelegenheit und erholen Sie sich etwas. Was? Captain Janeway hat mich angewiesen, einen gewissen Teil meiner Zeit als Freizeit zu nutzen. Das ist zwar ineffizient, aber ich kann den Sinn dahinter erkennen. Für einen Menschen. Wie Sie meinen. Hat irgendwie erschreckt gewirkt. Hallo? Was möchtest du denn? Tertia? Ja, Alex? Eben guckt die mich an. Dann geht die doch weg. Was gibt's hier so? Hey, ja?
Besatzungsmitglied. Die hat keinen Namen. Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Quatschen. Zeigen Sie mal den Perso. Oh, Besatzungsmitglied. Hey, Alter. Was stimmt denn mit dir nicht? Entspann dich mal. Hast du Hunger oder was? Frag mal Nilix, ob er was für dich hat. Hey. Ja? Gibt sogar Rezepte. Wer die sich, wer die ausprobieren will, kann ja einfach Pause machen, wenn das Rezept da ist, was er haben möchte. Ich glaube, das kann man in gewisser Weise nachkochen. Wohl sieht aus, als könnte man das tatsächlich nachkochen. Jo, witzig. Cool, cool. Harvesterwein. Lecker. 15 gelungen. So. Jetzt muss ich überlegen, es ging irgendwo, ich glaube, das war aber nicht auf diesem Deck, da ging es in der Jeffers-Röhre rein. Und dann kann, ach ja, genau, das war auf der Computerkernebene. Und da können wir uns eine Sicherheitsfreigabe holen. Vorsicht! Warum? Kommst du vom Klo? Deswegen Vorsicht? Kann man da jetzt nicht mehr rein? Sieht das Klo aus wie nach einem Terroranschlag? Ja, der ist geklaut. Bitte wählen Sie ein Deck. Dahin. Deck 9. Komm. Ja, Computerkern. Entschuldigung, ich habe den Computer abgewürgt. Wow. Klasse. So, okay, danke. Da ist auch zu. Ah, genau. Ach, letzt kam ich hier im anderen raus. Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Quatschen. Bei dem anderen Turbolift kam ich raus. Aber es ging, glaube ich, hier vorbei. Ach, Leute, jetzt. Ich muss echt gucken. Zurücktreten. Ja, ist super wichtig. Ich muss echt gucken. Ich kann es nicht ohne. Ah, ja, ich hoffe, genau. Wir tun das Richtige. Ja, Monroe? Ja, ihr zwei hängt immer zusammen. Immer hängt ihr zusammen. Großartig. Da läuft doch bestimmt was zwischen euch. Ja, genau. Hier ging es nicht weiter, sondern hier lang. Geht's ein bisschen runter. Weiß ja nicht, ob die Voyager so tief war. Naja, hier ist auch irgendwo eine Trophäe, meine ich. Da hinten ist sie. Hä? Ja. Kann ich sie nicht einsammeln jetzt? So, jetzt holen wir hier unsere Sicherheitsfreigabe. Zugriffscode akzeptiert. Jawohl. Da ist sie. Suchen Sie Deck 15. Benutzen Sie Transporter, um Materialien von Deck 4 zu transportieren. Besuchen Sie Deck 15. So. Gucken, vielleicht kann ich ja jetzt hier durch. Nein. Der Computer sagt nein. Dann gehen wir halt wieder. Aber kam auch von hier irgendwo in den Frachtraum rein, meine ich. Sich dann einfach ganz fies im Lasergewehr stibitzt. No. Hallo? Ich weiß nicht, die Voyager war jetzt nicht so groß, das wirkt irgendwie alles sehr überdimensioniert. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Oh, das sieht echt gut aus. Also der Mod bringt's echt. Ich kann den Link zum Mod ja mal in die Beschreibung packen. Na? Besatzungsmitglied. Sorry, ich habe hier zu tun. Ja, sehe ich. Ja,
Einzige, der hier arbeitet. Ich arbeite nicht. Was leuchtet hier so blau? Hi. Ah, Gelpack. Bioneurales Gelpack. Alles klar. Ja, nee. Turbolift. Hier rein. Was? Warum kann ich hier hin, wenn ich da nicht rein kann? Na, Wurst. Wo komm ich denn hier hin? Hä? Hallo? Ich will hier durch. Ach, einmal kurz hüpfen, na dann. Deck 9 Power Relays. Go. Aha. Vielleicht brauchen wir das später. Ja, ich brauche einen funktionierenden Turbolift. Ah. Bitte wählen Sie ein Deck. Zugriff verweigert. Was? Sie das Holodeck. Benutzen Sie Transport, um Materialien von Deck 4 zu transportieren. Wo bitte wählen Sie ein Deck. Zugriff verweigert. Ich glaube beim Missen. Mhm. Was? Bitte wählen Sie ein Deck. Deck 4. Hazard Operations. Ja, ich weiß. Ich habe den Computer schon wieder abgewürgt. Ich versuche mich zu bessern. Ich hab's auf Deck 4 geschafft, ohne jemanden umzubringen. Ah ja, das sieht mir doch schwer nach Tuvok aus. Was ist... Ah, hier ist das Holodeck. Ah. Gleich mal ausrüsten hier. Give me this. Oviedo, kommen Sie später wieder, wenn Sie möchten. Wie heißt der? Entspannung, Garten der Stille. Schussweite. Paris Captain Proton 2 Alpha? Was? Oh. Da gehen wir mal hin. Und? Was ist jetzt?